Herzlich willkommen bei Eshas Tarot. Ich möchte für dich, lieber Krebs, jetzt einmal schauen, was der April für Tendenzen und Energien in Sachen Liebe schon bereithält. Ne? Ich habe mir vorher keinen Kopf davor gemacht. Die Karten werden das Thema vorgeben und ich bin gespannt, was wir da sehen werden. Für dich, lieber Krebs. So. Chancen. Unverschüttete Kelche. Erfolg und liebevolle Atmosphäre. Okay, das ist irgendwie interessant. Wir haben hier einmal das Ass der Schwerter, eine chancenvolle Karte. Ich sage mal, Asse sind wie so Blumensträuße voller Chancen, ne? Da wird dir wirklich was entgegengebracht, da wird dir wirklich dieser Blumenstrauß gereicht und du kannst mit jeder Blume, hast du quasi eine Chance. Das Ding ist, du musst es dann auch annehmen, ne? Das Ding ist, hier werden aber gleichzeitig auch Kelche verschüttet. Das heißt, so ganz so unbeschwert ist das Ass gar nicht, ne? Hier kommt eine Menge Klärung rein, die scheinbar wichtig war. Weil durch dieses Undurchsichtige, durch dieses Nicht-Klären werden immer wieder Gefühle verschwendet oder beziehungsweise gehen Gefühle verloren, ne? Es kann sein, dass du vielleicht in der Vergangenheit nicht ganz aufrichtig warst oder vielleicht auch für dich selber nicht ganz aufrichtig warst, dich da nicht so richtig entscheiden konntest, wo geht das hin mit dem einen Mann und wo geht das mit dem anderen Mann vielleicht nicht hin. Vielleicht konntest du auch einfach nicht adäquat formulieren, dass du jetzt diesen Menschen liebst und das war so ein bisschen so eine undurchsichtige Situation, sodass das denjenigen verletzt hat. Ne? Hier, da sind auch Verletzungen mit drin. Okay, es wirkt aber so, als hättest du draus gelernt. Jetzt haben wir hier eine Energie, die aber sehr erfolgreich scheint. Ne? Das heißt hier, diese Verletzung scheint in der Vergangenheit zu sein und wir haben hier Erfolg und eine liebevolle, wahnsinnig liebevolle, sehr harmonische Atmosphäre. Ne? Mit dem Ritter der Kelche kommt immer sowas Liebevolles. Also wirklich, ich sag mal, so ganz zärtliche Kuschelabende, Komplimente, man mag sich, die Liebe fließt, jemand kommt und schenkt dir dein Herz. Ne? Dieser Ritter reitet auf dem Pferd zu dir, hat diesen Kelch in der Hand, voller Herzblut und Tränen und überreicht ihn dir und sagt: Hier, bitteschön, nimm meine Gefühle, so sieht es bei mir aus. Ja. Das Wichtige ist natürlich, dass du dann diesen Kelch auch wertschätzt, ne? Das ist eine ganz wichtige Sache, weil hier sind Verletzungen gewesen. Vielleicht wurde das in der Vergangenheit nicht ganz so gut wertgeschätzt. Was ist denn hier passiert? Okay, hier kommt was Mysteriöses und hier kommt so ein Diebstahl gleichzeitig. Ich glaube tatsächlich. Nee, pass mal auf, da war jemand nicht ehrlich mit dir und du bist verletzt worden. Das ist das Thema. Das war es gar nicht du. Das war es gar nicht du. Du hättest dir mehr Ehrlichkeit und Klärung gewünscht und wirst dadurch wahnsinnig verletzt worden. Das kann sein, dass du jetzt jemanden kennengelernt hast oder einen Partner hast, bei dem sich soweit erstmal alles erfolgreich anfühlt. Jetzt haben wir aber das Thema, dass hier schon wieder so eine komische Verletzung drin steckt, beziehungsweise wieder das Potenzial verletzt zu werden. Hier ist so eine Mysteriosität in der Karte drin, etwas, was du nicht so ganz beurteilen sollst. Jemand lässt dich im Unklaren, jemand lässt dich quasi lässt dich den Weg nicht sehen, den er vorhat. Und dann kommt die Karte des Betruges. Das ist schwierig. Du, lieber Krebs, wen hast du denn angelacht? Das wirkt hier ganz mysteriös. Ich weiß nicht, ob du diesen Mann schon kennst. Es kann sein, dass du den schon kennst, eine Internetbekanntschaft oder so. Auf jeden Fall, der lässt dich über irgendetwas im Unklaren. Bei Internetbekanntschaften ist es ja häufig so, sie nutzen diese Anonymität, um nur das von sich preiszugeben, was sie selber vorher selektiert haben. Das heißt, sie können ihre dunklen Seiten verbergen, sie können sich selber noch mal etwas besser in den Mittelpunkt stellen, sie können selber noch mal entscheiden, dass zum Beispiel nur die glänzenden Seiten gezeigt werden. Und aber hier ist tatsächlich auch eine, ich sag mal, relativ böse Intention dahinter. Das ist nicht nur einfach Angst und Unsicherheit, sondern der meint es nicht gut mit dir. Da ist jemand, der will tatsächlich nur mit dir und deinen Gefühlen spielen. Und er möchte irgendwas von dir wegnehmen. Ob das nun Aufmerksamkeit und liebevoll und so weiter und so fort ist, ne? Das ist so ein bisschen das Ding. Was ich hier aber auch sehe, ist, dass derjenige nicht aufhören wird. Der wird tatsächlich an dir festhalten und er wird auch an dieser Masche, an dieser sehr kranken Geschichte, wird er nicht
loslassen. Ne? Er wird dich weiter im Unklaren lassen und er wird auch weiterhin nur das von sich zeigen, was er meint, was präsentativ für ihn ist, ne? Was ihm einfach schmeichelt. Die wirklich wahre Seite, wirklich tiefe Gefühle und auch die dunklen Seiten, die lässt er dich gar nicht wissen. Das Ding ist aber, du hast das Gefühl, das ist hier Erfolg auf ganzer Linie. Das ist problematisch. Wir haben hier die Herrscherin als eine sehr weibliche Kraft. Scheinbar bist du auch sehr begehrenswert in seinen Augen. So, es kann auch sein, dass du ihn schon kennst, dass du ihn schon datest und dass er, aber was ist das denn hier? Hier hat sich umgedreht beim Mischen. Sind noch mehr, die umgedreht sind? Meine Güte. Also entweder habe ich nicht ordentlich gemischt oder die haben sich wirklich währenddessen umgedreht und ich habe es nicht gemerkt. Okay. Scheinen aber wichtig zu sein. Okay, aus dieser Masche kommst du nicht raus. Tatsächlich bist du dem in die Falle getappt. Ja, kann ich nicht anders sagen. Ich muss es tatsächlich einmal so deutlich sagen. Wir haben hier so viele Karten, wo ich mir denke, ja, das wird sich hier nicht verändern. Und du bist genau da in die Falle reingetappt, wo er dich hinhaben wollte. Das Ding ist aber, es fühlt sich nicht so an. Wir haben hier eine sehr liebevolle Stimmung, erfolgreiche Stimmung. Das ist sehr interessant, dass das hier sehr klar geteilt ist, ne? Auf der einen Seite fühlt es sich hier alles sehr gut an. Es fühlt sich an wie eine Seelenverwandtschaft. Es fühlt sich an wie eine Beziehung auf Augenhöhe. Das Ding ist, das tut es nicht. Ist es gar nicht. Weil derjenige lässt dich ja immer nur das sehen, was er vorher kontrolliert hat. Aber du denkst, es wäre eine Beziehung auf Augenhöhe. Du hättest vielleicht schon Dinge von dir, also du hast wahrscheinlich auch schon Dinge von dir geteilt. Dinge, die einfach sehr intim sind, sehr privat. Die du aber auch bereit warst zu teilen. Das Ding ist, vielleicht hat er auch was geteilt, aber dann war das Lügen. Also das war nicht ehrlich. Die wirkliche Wahrheit, die steckt noch irgendwo hier dahinter. Es ist hier einfach zu mysteriös, es ist hier zu krampfig und es ist hier zu. Hier sind zu viele Karten, wo ich sage, man kann nicht weit genug schauen. Es ist immer dieser begrenzte Horizont, den ich hier in dieser Kartenlegung habe. Dieser Mensch hält daran fest und will dich das nicht sehen lassen. Und das Ding ist halt, eure Beziehung oder was auch immer ihr da habt, eure Bekanntschaft wird sich auf kein weiteres Level heben. Er wird dich genau da behalten, wo du jetzt gerade bist. Wenn du dir mehr wünschst mit diesem Mann, kannst du davon ausgehen, dass das nicht passiert. Und die ganze Nummer geht nicht gut aus. Wir haben hier eine ganze Menge Klärungsbedarf. Wir haben hier eine ganze Menge Sachen, die nicht ausgesprochen sind. Ne? Zehn der Schwerter, zehn der Münzen. Hier sind wahnsinnig viele Dinge, die noch im Raum stehen, beziehungsweise die jemand zurückhält und einfach nicht darüber sprechen möchte. Das kann sein, wenn du mit ihm im Gespräch bist, dass du dann sagst, so hier, wie ist es eigentlich bei dem Thema? Und dann kommt keine Antwort. Ne? Es ist tatsächlich irgendwie so, hier wird ein Gespräch blockiert und hier wird irgendwie auch so ein ehrlicher Austausch blockiert. Ich weiß nicht, ob du das bewusst mitbekommst. Das ist so ein bisschen das Thema, was ich hier tatsächlich bei der Kartenlegung sehe. Ich habe das Gefühl, dass du 99% dieser Menschen verfallen bist. Der ist auch total nett und toll und keine Ahnung. Du hast wirklich ein gutes Gefühl mit ihm. Aber das Ding ist, da gibt es dieses eine Prozent, wo du sagst, das ist komisch. Und dieses eine Prozent hat leider sehr viel mehr Gewicht, als dir im Moment bewusst ist. Ich habe immer wieder so Kartenlegungen, weil auch solche Sachen einfach täglich passieren. Ich habe das so oft, dass Leute zu mir kommen und sagen, ja, Internetbekanntschaft, alles super, alles toll, wir lieben uns wie verrückt, aber wir haben uns noch nie persönlich getroffen. Und dann lege ich die Karten und sehe, ja, weil derjenige was zurückhält, weil derjenige gar nicht der ist, der er zu sein scheint. Oder derjenige muss sich, präsentiert sich ganz anders. Der hat ein falsches Bild von sich gemalt und du sollst dieses falsche Bild sehen. Das ist das Problem, was ich auch hier sehe. Ne? Hier ist auch die Kommunikation massiv gestört. Viele Themen, die besprochen werden möchten, aber die abgeblockt werden. Wie kann man das auflösen? Kann man das überhaupt auflösen? Ja, das kann man auflösen. Aber sehr mutig, sehr direkt und sehr temperamentvoll. Das kann man auflösen. Das ist die Mäßigkeit, da kommen wieder Sachen ins Gleichgewicht, die vorher im Ungleichgewicht waren. Ne? Das bedeutet, da kommt die Wahrheit ans Licht, die Lügen werden aufgedeckt und so weiter und so fort. Ne? Das ist eine sehr schöne Karte. Hier fließt wieder alles, hier gesundet man wieder oder eine Thematik gesundet.
Wie du dich verhalten darfst, ist tatsächlich wie die Königin der Stäbe. Und zwar setzt den Typen auf den Pott. Setz ihm die Pistole auf die Brust und sag, was ist das hier? Na, sie ist extrem mutig, sie nimmt kein Blatt vor den Mund, sie fordert ein, was sie braucht. Klarheit zum Beispiel. Na? Sie ist da wirklich auch nicht schüchtern. Sie riskiert was. Na? Sie ist da risikobewusst. Das ist das Ding. Möchtest du lange in so einem Traum gefangen bleiben und möchtest du den dann weiter träumen mit der Gefahr, dass du irgendwann furchtbar verletzt wirst? Oder willst du jetzt einmal Klarheit schaffen und bist dann vielleicht etwas weniger verletzt? So, das ist so ein bisschen die Frage, die du dir stellen solltest. Und ich denke tatsächlich hier, da gehört eine Menge Mut und eine Menge Risikobereitschaft hinzu. Aber wie gesagt, spreche Dinge ganz klar an. Wenn du keine eindeutige Antwort bekommst, verlange sie. Sag ganz deutlich, antworte auf meine Frage. Keine Ausreden. Ich will eine Antwort auf meine Frage haben. Ja, okay, lieber Krebs, schwieriges Thema, aber es scheint irgendwie für einen von euch da draußen oder vielleicht für mehrere von euch da draußen sehr wichtig zu sein. Auch wenn wir jetzt schon wieder sehr konkret geworden sind bei den Liebeslegungen, aber so. Das passiert leider. Das ist das Thema, was ich hier beim Kartenlegen leider sehr häufig habe. Aber ich denke, denjenigen, den es betrifft, der wird damit was anfangen können. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.